So. Ich muss ein bisschen die Zeit im Blick behalten. Ich habe leider immer nur begrenzt Zeit für die Aufnahmen. Das nervt mich so ein bisschen. Okay, wir müssen anscheinend da lang. Oder? Müssen wir dann lang? Was wolltest du sagen? Vorhin? Wegen Dina. Du meintest, sie sagt es mir, wenn... Sobald die Dinge hier geklärt sind. Ich schätze, irgendwann wird es nicht mehr zu verbergen sein. Ja. Weißt du, ob sie es behält? Keine Ahnung. Was ist denn das für eine Frage? Weißt du, ob sie es behält? Haben die in Jackson Ärzte, die abtreiben können? Also, jetzt mal ernsthaft gefragt. Ich stelle mir das in der Welt eher schwierig vor, ein Kind nicht zu behalten. Ist mir hier gerade so ein bisschen zu ruhig, ne? Da liegt noch eine Zeitung. Okay, hier gibt es einfach nichts. Da hinten. Was für ein Chaos. Das Aquarium. Das ist gleich neben dem Riesenrad. Dann hoffe ich mal, dass Tommy das auch weiß. Hä? Verdammt. Da müssen wir wohl schwimmen. Ja. Hier kommen wir nicht hoch. Da ist ein Auto unter Wasser. Ich muss niesen. Entschuldigung. Ist hier unten irgendwas? Nee, oh, oder? Ach so, Tommy hin. Okay. Boah, das ist schön, die Entengrütze. Boah. Ekelhaft. Da kommen wir hoch. Ach, Schimpfer, du bist den ganzen Tag... Wohin jetzt? Ich arbeite dran. Stell dir vor, du bist den ganzen Tag einfach hier nur draußen und nass. Bah. Psst. Infizierter. Was ist denn? Ich habe keine Shotgun-Muni. Ich höre nur den Klicker. Also ich sehe nur den Klicker, höre aber noch andere. Hört ihr das? Der Stalker. Fucking Stalker und ich habe keine Shotgun-Muni. Oh, ich mag nicht. Okay, wir werden jetzt wieder einmal sterben. Das kann ich aber jetzt schon sagen. Ich krieg den Klicker von hier.
Wird das was? Okay. Der Clicky ist tot. Jetzt haben wir nur noch Stalker. Ich höre nichts. War's das? Ja. Glaub schon. Ich glaube irgendwie nicht. Das war zu einfach. Mir war das jetzt irgendwie zu einfach. Hier liegt so viel Schere rum, aber nirgendwo Klebeband. Ich habe wirklich das Gefühl, hier sind noch irgendwo welche. Wenn sie mich aus dem Hinterhalt angreifen, nützt mir der Schalt einfach eh nichts. Jesse, Alter. Schreck mich nicht so. Hier war der Clicky. Das hat echt gut funktioniert mit dem Molly. Da oben liegt jemand. Na klar, ne? Wir waren ja hier schon in diesem Konferenzcenter in der Nähe. Waren jetzt letztes Mal auch schon Stalker. Macht halt Sinn, wenn jetzt hier nochmal welche sind. Okay. Jesse? Wo ist Jesse? Was machst du denn da hinten? Boy. Ich hab irgendwas gehört. So viele Medkits hier liegen zu lassen, ne? Okay, das war's. Sieht aus wie eine Sackgasse. Ja, ich glaube, du hast recht. Das arme Schwein, das mich findet. Ich kann kaum einen Stift halten. Aber alle in der Basis müssen das wissen. Ich wurde überfallen, als ich auf dem Weg zu Misha war, um sie beim Monorail-Posten zu unterstützen. Und ich schwöre, dass einer der Scars... Und ich schwöre, einer der Scars hat wie unser Grey ausgesehen. Scheiße, mir ist so schwindelig. Kann bitte jemand diesen verlogenen Mistkerl für mich abknallen? Und sagt Misha, dass es mir leid tut. Ich habe wirklich versucht, mich zu beeilen. Jensen. Cool, also sind wir irgendwie verletzt?
Nee. Können es auch nicht heilen. Wo ist denn Jesse jetzt schon wieder hin? Da drüben. Wo müssen wir denn jetzt lang? Okay, also das war wirklich nur Sackgasse? Really? Los, Team Jackson. Was für verfickte Arschlöcher. Treffend formuliert. Boah, manchmal höre ich seine Schritte nur auf einem Ohr, wenn er ein Stück vor mir läuft und da erschrecke ich mich total. Okay. Hä? Warte mal, konnten wir eben hier auch schon weiter? Nein, oder? Konnten wir gerade eben hier durchlaufen? Hätte ich das skippen können? Ich weiß es nicht. Okay. Hui. Das ist bestimmt. Ja. Okay, warte, ich muss nochmal auftauchen, nochmal Luft holen. Geh durch. Da ist noch ein unterirdischer Dings. Ich schwimme mal hier raus. Okay, warte mal, da unten war da noch so ein... Okay. Da geht's hoch. Jesse ist darüber gegangen. Dann geht's da drüben bestimmt weiter. Was ist hier? Okay, also hier kann ich nicht. Wo kannte das Auto? Ach ja. So, wartet mal. Aber bevor wir weitergehen, da unten war doch noch was hier. Hier. Was ist das? Ah, okay, jetzt bin ich... Okay, gut. Bin ich wieder hier. Das ist quasi nur eine Verlängerung nach da. Okay. Warte, ich... Geh nochmal da lang. Ich dachte, da kommt man vielleicht noch zu einem Spot oder so. Schade. Können wir nicht einfach hier geradeaus durch? Irgendwie? Ich weit bis zum Riesenrad. Wir kommen voran. Kommt mir nicht so vor. Wir kommen schon noch hin. Nein. Sackgasse. Wir können doch rein theoretisch auch hier lagen. Müssen wir doch nicht jetzt irgendwo rein. So wie hier. Will da nicht rein. Drin sind immer irgendwo Infizierte. Hab ich keinen Bock drauf. Aber was soll's? Du bekommst da durch? Mal sehen. Ich wäre gekommen, weißt du? Wenn du gesagt hättest, dass du gehst. Ich dachte, du kämpfst mit all dem nicht klar. Ich habe zu Joel aufgesehen. Was ihm passiert ist, war echt scheiße. Ich wäre gekommen. Okay. Joel hat dich auch sehr gemocht. Er dachte, ich wäre nicht verknallt. Ernsthaft? Ja. Ich meine, du siehst gut aus und so. Aber du bist nicht mein Typ. Weil ich Asiate bin? Ja, genau das habe ich gemeint. Okay.
Ich höre Frösche. Ein Buchladen. Wieder ein. Machen wir auch mal wieder dran. Mich ärgert das. Oh, da war Klebeband. Halt, ich hab's doch. Hä? Da. Ich hab's gerade angezeigt bekommen. Weißt du nicht, warum in einer Buchhandlung an so einem Ständer Klebeband hängt, aber egal. Wir müssen hoch. Ja. Kleine Eisenbahn, wie süß. War eine Kinderbuchhandlung hier, ne? Oh. Ziemlich daneben. Ein Pilz in einem Kinderbereich. Pilze hatten damals nicht dieselbe Bedeutung. Ich glaube auch. Das mag sein. Kinder fanden die früher niedlich. Ja, in unserer Welt, ne? In unserer Welt sind Pilze halt Pilze, ne? Zum Essen und so. Hast du ein Lieblingsbuch als Kind? Ja, Geisterkrieger. Es geht um Weltraumsoldaten, die gegen... Geister? Alien-Geister. Anscheinend ganz nach deinem Geschmack. Echt, hat nichts damit zu tun, wie du gemacht bist, sagte das Fellpferd. Es ist etwas, was mit dir passiert, wenn ein Kind dich sehr, sehr lange liebt. Nicht nur mit dir spielt, sondern dich richtig liebt, dann wirst du echt... Tut das weh? Fragte der Hase. Wir plaudern später. Manchmal, sagte das Fellpferd, denn es war immer ehrlich. Wenn man echt ist, macht es einem nichts aus, dass es weh tut. Okay. Ich weiß, dass du aufgebracht bist. Wollen wir auf diese Weise miteinander reden? Wäre das besser? Okay. Ich wollte dich nicht so hart anfassen. Ich hoffe, ich habe dir nicht wehgetan. Sogar Mamis haben manchmal Angst. Ich bin okay, ich habe auch Angst. Ich glaube, das ist ein Kind. Ich bin okay, ich habe auch Angst. Ich verstehe, dass du wütend bist. Ich vermisse ihn auch. Aber du darfst nicht so schreien. Ich will nur, ich brauche, ich weiß. Ich liebe dich über alles. Ich werde nicht zulassen, dass dir etwas passiert. Ich liebe dich auch. Okay. Das war Mama und Kind Unterhaltung. Falls wir überleben. Aha. Wenn wir zurück sind, besaufen wir uns und spielen Brettspiel. Aha. Alles soll wieder normal sein. Ach, das klingt toll. Aber ich glaube nicht, dass Dina was trinken will. Sie kann ja nüchtern bleiben. Kann denn alles wieder normal werden, nachdem was die hier alles erlebt haben? Ich bezweifle das irgendwie. Was ist denn hier passiert? Die Jungs haben es wirklich aufeinander abgesehen. Das geht schon seit Jahren so. Wie alles wohl angefangen hat? Tja. Das ist die Frage. Wie hat das mit den Scars angefangen? Oder den Seraphiten oder wie es auch immer das jetzt für welche sind. Ich nenne sie einfach weiterhin Maskars. Oh. Was für ein Ort. Das Blut ist noch feucht. Gehen wir wieder zur Straße. Ja. Das sind Seraphiten, ne? Diese braunen Klamotten. Pillen! Geilo, Pillen. Ziehen wir auch noch was?
Yay. Cool. So, jetzt können wir nämlich 6 Pfeile tragen und immer 3 Pfeile machen. Oder 2? Ach, keine Ahnung. Oder 3? Ach, ist ja auch egal. Das nehmen wir mit. Das lassen wir hier. Wir haben noch unseren Verstärkten. So. Okay, jetzt sind wir quasi. Ah, hier geht's nicht lang. Von da sind wir gekommen. Wir können außenrum zum Riesenrad gehen. Von da links. Ich weiß nicht, was du meinst. Naja, wir gehen 3-mal rechts um den Block herum, statt 1-mal nach links. Okay. Dann gehen wir das Gebiet. Abgemacht. Okay. Ist das hier vorne? Ach so. Das ist von so einem. Okay. Das sieht so verdächtig aus hier schon wieder. Schnapp sie dir, Junge! Oh mein Hunde. Hab ihn! Seht nach, ob es Überlebende gibt. Eigentlich dürfte der Hund uns bei dem Wetter gar nicht wittern. Eigentlich. Zum Teufel. Los, Junge. Wir haben geguckt, stell dich nicht. Na los. Okay. Alle und wir überleben. Ja. Was willst du dann machen? Außer eine Woche schlafen? Also. Mein Freund wollte mir Salsa-Tanzen beibringen. Das wird gerade ziemlich verlockend. Ich glaube, sie hat was. Was witterst du da? Fuck, fuck, fuck. Los, los! Ich will keinen Hund töten, ich will keinen Hund töten, ich will keinen Hund töten. Oh Gott, Sackgasse. Ich will keinen Hund töten. Oh, Scheiße. Ich muss hier weg. Ellie. Ins Wasser. Nicht nachlassen! Nicht irgendwie tauchen. Okay. Kann hier tauchen? Weiß nicht, wo Jesse ist. Einer muss draußen rum. Hier ist alles dicht. Überlegt euch was. Da waren 2 Hunde, die wollte ich nicht töten. Okay. Oh, das war knapp. Sollte ich dieses Spiel jemals nochmal spielen, dann werde ich da nicht so eine Rücksicht drauf nehmen. Aber ich wollte beim ersten Durchlauf wirklich versuchen, die Hunde am Leben zu lassen. Die
Frage ist, kommen die mir hinterher halt? Ich werde euch später im Spiel noch was zu dem Thema Hunden erklären, was mir jetzt gerade im Moment aufgefallen ist. Wo die Spielemacher echte Drecksäcke sind. Aber so richtige Drecksäcke. Das kann ich euch aber später erklären an einer bestimmten Stelle im Spiel. Hier ist eine Werkbank, geil. Aber wir haben halt... so viel Zeug haben wir noch nicht, ne? Ist hier draußen noch was? Uff. Also manchmal hilft einfach durchrennen, ne? 33. Reicht noch nicht. Ja, wir haben halt ziemlich viel Loot jetzt liegen lassen, dadurch, dass wir halt überall durchrennen mit den Hunden in den Bereichen. Ich glaube, da lassen wir schon echt viel Loot halt auch liegen, aber ganz ehrlich, ist mir egal. Ich habe mir vorgenommen, in diesem Spieldurchlauf so wenig Hunde wie möglich zu töten. Meine Bilanz ist bis jetzt ganz gut, ist bis jetzt einer. Also, wir müssen nochmal zurück. Ich habe jetzt 40. Ich brauchte doch 40, ne? Hier brauchte ich 50. Hier waren es 50, ne? Ja, gut, dann warten wir noch die paar Schräubchen ab. Wir werden hier schon noch eine Werkbank kriegen. Hoffe ich noch, irgendwie. Wie gesagt, weil die Stabilität von der Shotgun zu verbessern, bringt mir halt im Moment einfach nichts, weil ich keine Munition dafür habe. Wenn wir jetzt hier nicht noch 7 Schräublein finden, dann... Okay, das ist sehr offensichtlich, wir müssen da hoch. Also das mit dem Wasser war jetzt echt Glück, ne? Bestimmt hat Abby das Aquarium gewählt, weil man so verdammt schwer dorthin kommt. Vielleicht. Zur Hölle kommen wir darüber. Vielleicht über die Straße. Aber das ist ein verdammt weiter Weg. Oder damit. Ja. Schon besser. Na los. Hier lang. Okay. Lieben, ich überlege gerade, ob ich an der Stelle erstmal einen Break mache. Ich habe nicht mehr so viel Zeit und ich habe Angst, wenn wir jetzt in den neuen Abschnitt gehen, dass ich das dann zeitlich nicht schaffe, den noch hinzukriegen. Deswegen würde ich an dieser Stelle heute erstmal wieder Schluss machen. Es sind jetzt, naja, keine 2 Stunden, die ich aufgenommen habe, aber naja, meine Folgen sind ja alle so zwischen 25 und 45 Minuten lang. In meinem Spieltempo wird uns das Spiel auch noch eine ganze Weile begleiten. Ja, aber ich glaube, ich mache an dieser Stelle hier Schluss. Ich speichere einmal. Er hat gerade eben was gespeichert. Ich speichere trotzdem nochmal. Ihr kennt das, ne? Ich muss immer noch einmal gucken. Ich bin da ein bisschen paranoid. Ja, 14.08.10.11. Also ihr seht ja auch, ne, wie viel im Voraus ich das Spiel schon aufnehme. Weil ich halt immer nur 2 Stunden spielen kann. Ist halt echt schwierig. Okay. Gut, dann bedanke ich mich bei euch immer fürs Zugucken. Für alle die hier, die das noch gucken, danke, dass ihr noch da seid. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns beim Morgen wieder. Und ich dann
Mal gucken, wann ich die nächste Aufnahmesession hinkriege, wann ich mal wieder 2 Stündchen Zeit habe. Deswegen, macht's gut, bis dann. Tschüss.